Hallo und herzlich willkommen zurück zur Sims 4 Doppelhaus Challenge. Ja, Folge 34 sind wir sogar mittlerweile. Und ich habe jetzt einfach mal ihr ein bisschen was anderes angezogen, was irgendwie nicht mehr ganz so teeny aussieht. Wobei sie ja trotzdem noch so eine junge Erwachsene ist. Und hier nebenan habe ich jetzt mal das Haus gebaut oder aus der Galerie entnommen, wo sie einziehen soll, und da wohnt auch ein Typ drin, und den gehe ich jetzt mit ihr besuchen. So. Da werde ich jetzt mit ihr hinschneiden. Dann werde ich mal gucken, dass wir uns den Typen klar machen. Ich würde sagen, sie wird auch schwanger von ihm. Dann gucken wir mal, dass wir sie vielleicht behalten, bis sie das Kind hat, und dann lassen wir es hier einziehen, damit wir dem Kind noch einen Namen geben können. So, wir klopfen mal nachts um kurz vor eins. Komm rein. Aufwecken. Wir sind so nett. So, Matteo Delgato oder so. Warbucks? Dachte mir so ein bisschen italienische Wurzeln oder sowas, keine Ahnung. Ist ja auch egal. So, freundlich vorstellen. Weil sehr gute Manieren hat. Ach du Scheiße, warum leuchtet der denn? Matteo Dankbarkeit zeigen. Okay, machen wir einfach mal. Tag verschönern. Nochmal den Tag verschönern. Kompliment über Outfit machen. Kompliment übers Haus machen. Übers Kochen reden. Kennenlernen. Was macht sie jetzt hier? Ich habe sie nicht mitgenommen und ihn auch nicht. Ach, egal. Was auch immer. So, wir werden uns den jetzt auf jeden Fall klar machen. Ich habe schon mal ganz kurz hier mit ihm, keine Ahnung, 3 Minuten gespielt, damit er die Karriere annimmt. Und zwar Koch, habe ich überlegt, dass er so ein Koch ist, so ein Typi. So, wir verstehen uns auf jeden Fall schon mal recht gut mit ihm. Hallo, geh nach Hause. Glaub's ja nicht, ey. So, dann nochmal über Interessen reden. Und jetzt fangen wir mal an, romantisch zu werden. Und dann fragen wir mal, ob er Single ist. Kompliment über Aussehen machen. Eine schlüpfrige Frage stellen wir ihnen. Ihm. Ja, also der Haus. Das Haushalt, das Haushalt, der Haushalt. So, das wollte ich sagen. Oh, es tut mir leid. Mein Hals heute irgendwie. So, auf jeden Fall werden die erstmal Nummern austauschen, Händchen halten. Seht ihr keine Teenie-Beziehung, fällt mir so ein. Einen Kuss hauchen. Nochmal ein Kompliment übers Aussehen machen. Knuddeln. So, wir machen uns den gleich klar hier. Also das geht sehr schnell, flirten. Händchen halten. Nein, du gehst nicht schlafen oder so. Erst einen Kuss erleben. Wir machen es gleich richtig hier. Okay. Perfekt, dann macht ihr gleich mal ein Baby. Hol die Kerzen raus, sorge für Romantik. Ah ja, hat das erste Techtelmechtel. Sehr schön. Gott. Gut, dann stehen wir auf. Jetzt sagt er uns bestimmt, das dulde ich hier nicht. Hände küssen. Boah, ich hasse das, ne? Mit einem Freund zu sein. Warum können die jetzt nicht Baby machen? Der Haushalt dieses Sims ist zu groß. Warum? Heiratsantrag machen? Ey, komm, machen wir jetzt auch. In der Hitze des Gefechts. Er hat Nein gesagt. Das ist ja mal geil. Okay, wir gucken erstmal, ob sie schwanger ist.
Schwangerschaftstest. Sie ist schwanger, perfekt. Okay. So, was steht hier jetzt? Zurückgewiesen. Kaum etwas so schmerzt so sehr wie vor, von dem Sim zurückgewiesen zu werden, den man liebt. Unbehagliche Begegnung. Wer hätte es gedacht? Umschmusen. Massieren. Küssen. Mächtel, Mächtel. Sehr beschämt. Egal. Hauptsache, sie ist jetzt schwanger. Du steigst mal aus, Alter. Steig aus dem Bett aus, genau. Steh mal auf. So. Also, was ich halt ganz nett finde für ein Starterhaus, ne? Die haben hier so eine schöne Familienküche. Halt so ein vernünftig großes Bad, sag ich mal, so für den Anfang. Und hier sogar so einen kleinen Bereich, ganz niedlich. Und hier sogar erstmal ein Zimmer fürs Kind. Was auch immer es wird, ja, das ist dann schon mal versorgt. Oh, das nervt so richtig. Das dulden wir hier nicht. Wir haben gerade ein Baby zusammen gemacht, sie ist schwanger, das dulde ich hier nicht. So, unser erstes Kind ist erwachsen und schwanger. Und Livos hat gerade sein Kind bekommen, sein erstes. Finde ich sehr interessant, so im Vergleich einfach. Weil wir ja quasi direkt mit der Familie losgelegt haben. Ist irgendwie schon recht lustig. So, sie ist jetzt aber müde. Wie sieht's denn aus mit der Arbeit? Du hast noch frei, das ist gut. Dann gehst du, okay, beanspruch das erstmal und dann geh schlafen. Wir haben jetzt ja schon hier für schöne Sachen gesorgt. Sie ist da unten auf dem Klo. Warum auch immer. Okay, mach das mal kurz. Du machst Essen, oder? Rührei mit Speck. Was sagt der Garten eigentlich? Ich bin so ein bisschen out to date, sagt man das? Nicht up to date, sondern out to date. Du kannst vielleicht mal Frühstück servieren und zwar Obstsalat. So. Und du darfst, damit du Manieren bekommst, aufräumen. Ach so, und Isaiah? Keine Ahnung, der geht schon mal nach oben. Sim-Shape spielen. Ich bin mir noch am überlegen, was er so für ein Typ ist. Er möchte ja so der Maler werden. So, aufräumen. Warum kriegt der Minus-Empathie die ganze Zeit? Okay, aufräumen. Sie hat Hunger. Nein, noch... Ja, okay, essen Rührei mit Speck. Ist okay. So, dann darfst du das aufräumen. Man muss sie irgendwie zur Arbeit nehmen, in 10 Stunden. Aber sie muss gleich Computerspiele spielen. Was hat er jetzt? Die Musikanlage. Ich hasse das, ne? Diese Musikanlage. Dass die immer angemacht wird. So Stromverschwendung hoch 10. So, Level 2 der Kochfähigkeit. Mensch, Emilias ist ja ein richtiger Typ hier. So, was machen wir jetzt? Er könnte mal duschen. So, machen wir gleich mal, dass er nachdenklich duscht. Dann, dass er was trinkt. Hausaufgaben muss er noch machen. So, Aya ist schwanger und im Bett. Emilias. Er wird, glaube ich, länger bei uns bleiben. Als Chihiro, also vom Alter her, das könnte ich mir vorstellen. Weil er ja noch ein bisschen vom Erwachsenenleben vor sich hat und sie nicht. Oh, bevor sie sich unterhalten, geben sie sich Küsschen. Sehr schön. So, du nimmst auch mal eine Dusche. Ach, warte. Du kannst jetzt hier eine Dusche nehmen. Wir haben ja extra alles eingerichtet. Und dann darfst du erstmal Road Rival Alpha spielen. So, was macht Emilias denn mal?
Oh, scheiße. Oh, verdammt. Hallo, hört ihr mir auf? Aber ich kann die auch, denen auch nicht sagen, dass die sowas hier nicht machen sollen, ne? Ne, gleich haben die sich verletzt und dann haben wir ein Problem. Ich sehe es schon kommen. Ich sehe es schon kommen. Level 4 Erziehungsfähigkeit. Ja, das kriegen wir hin. So, für ihn wollten wir ja auch Maler machen. Das heißt... Ach, denke ich, duschen. Ah, geh einfach mal ins Bett. Es ist der Bruder natürlich da. Also trotzdem ins Bett gehen. Mal gucken. So, dann darfst du hier erstmal ein großes klassisches Gemälde malen. Er geht einfach durch ihn durch. Okay. Was ist hier jetzt? Oberschule. Oh. Der Rektor ruft an. Okay, wir machen nochmal schnell die Hausaufgaben fertig. Und dann gehen wir zur Schule. Ich glaube, er ist eh ein Einsatzschüler. Ne? Ja, genau. So, 4 Tage wird er älter. Wir können auf jeden Fall Manieren noch hochkriegen. Aber den Rest schaffen wir, glaube ich, nicht mehr. Macht sie da Geiles? Das ist so ein Tekken-Spiel, ne? Sieht so aus. Warum auch nicht? Okay, Danik, dann gehen wir schnell zur Schule. Weiß ich, lernen, das passt schon. Ja, ein bisschen wird ja der Haushalt hier noch bestehen bleiben, denke ich mal. Mal gucken, wie es dann in Generation 2 so wird. So, wir haben mittlerweile ja finanziell uns hier schon echt gut eingerichtet. Kann man hier unten langsam mal anfangen. Eigentlich wollte ich ja auch nicht ein Riesenbad hier hinbauen, ne? Also das war jetzt eigentlich nicht der Hintergrund. Das Problem ist, ich weiß noch gar nicht, was ich hier unten hinbauen soll. Ich meine, wir haben hier unseren Fitnessraum. Hier haben wir jetzt so eine Schreinerbank. Wir haben eine Küche, wir haben hier einen Essbereich, wir haben sogar hier ein Bad, wir haben hier unsere Katzenecke. Hier unser Wohnbereich und sogar PC und sowas. Oh nein, er ist traurig. Der Lehrer fordert die Schüler auf, draußen zu lernen, um ein bisschen Frischluft zu schnappen. Das ist für einen Vampir keine gute Idee. Soll Danik draußen weiterlernen oder einfach mit seinen Freunden abhängen, bis es Zeit ist, wieder reinzugehen? Draußen spielen. Nachdem Danik eine halbe Stunde gelacht und Spaß mit seinen Freunden gehabt hat, fühlt er sich total erfrischt und bereit, wieder in die Arbeit zu gehen. Es ist, als würde sogar sein Gehirn besser funktionieren, wenn er ausgewogen ist. Mensch. Warte mal, wo ist sie? Sie ist. Wo ist er jetzt? Nein, 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 nein. Nicht zuschauen. Er steht aber auch so geil da, ne? Freundlich beruhigen. Das kannst du ja erstmal machen. Wenn er da mal unten angekommen ist. Kommt der Dad noch runter? Ach, die sind so niedlich. Ich freue mich schon darauf, wenn alle tot sind und wir nur noch Danik und Isaiah im Haus haben. Trösten. Ja, so tröstlich, mein Kind. Das ist echt eine tolle Idee. So würde ich mein Kind jederzeit trösten. Du zockst noch, was machst du? Du machst Training. Schwanger, ja. Kann man mal machen. Ist zwar unwohl, aber hey, egal.
So, du bringst dein Kind jetzt, glaube ich, ins Bett, ne? Er setzt sich extra hier hinten hin. Sitzen. Hallo? In Schlaf lesen. Bobby, du stinkst wie ein Pferd. Ich habe zwar noch nie ein Pferd gesehen oder gerochen, aber ich weiß das. Und das kannst du nur verbessern, indem du dich mit Bananenschalen einreibst. All das neutralisiert den Gestank von Pferden. Oder so. Geht jetzt? Zuschauen, ja. Schau mal zu. Nein, du gehst mal spielen. Und du auch. Und du hast Hunger, toll. Dann nimmst du dir jetzt hier ein Gericht. Und gehst dann schlafen. Mal gucken, ob das funktioniert. Leute unterhalten sich jetzt. Und wir verfolgen unseren kleinen Bub mal, bis der unten angekommen ist und gegessen hat und wieder oben ist, ist er so müde, dass er umgefallen ist. Oh, er steht in der Sonne, das ist keine gute Idee. So, am besten gehst du mal hier hin. Nein, setz dich mal hier hin, weil da kannst du am besten Hausaufgaben machen. So. Okay, du trinkst erstmal was und dann Hausaufgaben machen. Was macht er jetzt? Ja, du bist so ein Trottel. Also, du stehst in der Sonne. Wie weit bist du? Er ist wieder auf dem Weg nach oben. Setz dich hier hin. Red nebenbei mit Mami und Papi. Sprechen. Nein, 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 nein. Du kannst dir einfach mal ein Bad gönnen. Und zwar ein schönes Rosenblätterbad. Ich bin mal gespannt, ob sie ein Mädel oder ein Junge bekommt. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr ja mal so ein paar Ideen für Namen in die Kommentare schreiben. Ich weiß nämlich noch nicht, ob ich es schaffen werde, das aufzunehmen, bevor diese Folge online kommt. Ich vermute eher nicht. Sie geht zur Arbeit, ne? Ja, perfekt. So, sie nimmt jetzt das Bad. Danach kannst du. Mach selber nochmal was zu essen. Das ist immer ein guter Plan. Italienische Fleischbällchen machen wir jetzt. Er macht noch Hausaufgaben und du. Nein, du nimmst jetzt auch mal hier den Obstsalat. Immerhin hast du den ja extra gekocht, ne? So, du gehst mal fleißig arbeiten, damit deine Arbeitsleistung nach oben geht. Und du darfst dann den Napf füllen. Oh, jetzt stinkt das. Super. Dann räum mal auf. Ich glaube, die Putzfrau, bis die da ist. So, ich werde die nur für Partys jetzt rausholen. Mich nervt das schon richtig. Wir haben hier 30 Grabsteine im Inventar. Ey, nein, ich wollte den Baum noch nicht verschieben. So. Okay, du isst. Dann gehst du mal aufs Klo. Nachdenklich duschen. Wir werden das jetzt mal schnell hier verschieben. Ist auch gut. Machst du bitte mal die Hausaufgaben weiter? Mich nervt das ja ein bisschen, dass das. Genau, dann gehst du schlafen. Okay, der ist unterwegs, glaube ich, umgefallen, aber das ist ja nicht das Problem. So, sie fühlt sich sehr kokett. Jetzt kann sie. Das von hier aus mal weiter bearbeiten. Ich gebe mal den Move Objects Sheet ein. Move Objects. Dieses Spiel ist zum Glück total bugfrei und alles. Also, ich muss schon sagen, ist fertig mit den Hausaufgaben. Das ist schön. Pack's mal ins Inventar. Perfekt. Dann darfst du mal meditieren. So, was machen wir jetzt Schönes? Malen erfreut ihn ja, ne?
Dann nicht schnell duschen, sondern nachdenklich bitte. Schmeiß das ganze dreckige Geschirr bei deinem Sohn ins Zimmer. Ey, du bist so ein Trottel. Dann darfst du das mal fortsetzen. Trinken und dann gehst du mal schlafen. Was machst du jetzt? Nimmst dir davon mal ein Gericht? Ich meine, bist du schwanger und musst alles in dich reinschaufeln. Ja, dann ess mal in Ruhe oder iss mal in Ruhe. So. Okay. Du darfst jetzt auch mal aufs Klo gehen und dann schlafen einfach. Da haben wir schon wieder so lange für den Donnerstag verschwendet. Aber gut, immerhin haben wir unser erstes Kind jetzt schwanger gekriegt. Matteo ruft an. Er will ein Date dort haben, auf jeden Fall. Emilias. Ja, wir müssen noch Isaiah hinzufügen und wir können dann ja Matteo noch hinzufügen. Macht sie jetzt, sie will trainieren. Erstmal kannst du das reparieren, ein episches Training machen und einen Berglauf. Danach gehst du aufs Klo, nimmst ein Bad mit Muskelentspannungsbad. Das macht man heutzutage so. Und dann isst du noch eins davon. Und dann darfst du noch den Kochkanal schauen. So, er ist hier noch fleißig am Malen. Er trinkt noch mal eins. Und dann darfst du schlafen gehen. Er ist Perfektionist. Okay. Wir kriegen 605 für das Bild. Ja, also finanziell läuft so langsam, ne? Wir können uns das hier schön einrichten und alles. Oder haben es uns auch schon schön gemacht. Das finde ich immer cool, ne? So im Laufe sieht man dann immer, wie alles verschönert ist und so mit dem Geld, was man verdient. Ich meine, wir haben einen fucking Pool uns leisten können und sowas, ne? Also, ja. So, Chihiro ist zu Hause. Wir haben 1500 verdient, weil wir einfach geil sind. Werden mal Frösche züchten. Und dann sind wir so müde, dass wir auch schlafen gehen. So, und Danik müsste dann bald erwachen. Halt, sie ist ja noch wach. Hochschwanger oder mittelschwanger und hier noch schön Party machen. Das geht nicht. Ach, nur weil sie dann an die Grenzen gehen muss. Ach, also wir schicken sie halt essen, also baden, essen und dann kann sie halt wirklich schlafen gehen. So, du stehst jetzt einfach mal auf. Machst eine dunkle Meditation. Es wäre cool, wenn wir dann die Nichte oder den Neffen, also das Kind, was Aya bekommt, wenn wir das dann auch zum Vampir machen, dann machen wir noch so eine Vampirgruppe auf oder so. Okay, nachdenklich duschen. Und dann würde ich sagen, wir werden mal, nein, weiterentwickeln, was geht. Ach, wir können noch gar nicht weiterentwickeln mit ihm. Das ist natürlich schlecht. Aber er kann jäten und dann kriegt er Gartenfähigkeit. Weil irgendwie müssen wir ja auch unsere Pytahaya-Bäume dann pflegen. So. Mittlerweile fängt hier nämlich alles an zu glitzern. So, du kannst dann eigentlich mal Blickblock spielen, wenn du fertig mit Unkraut jäten bist.
zu Spaß geht mal einen Schritt zurück. Das ist kein Problem. Jetzt kann das mal bewässern. Okay, er muss ja halt auch mal Gartenfähigkeit bekommen, so langsam, ne? Ja, hör mal auf zu jäten, dann muss der Gärtner auch was machen. Zehn Jahre später. Eigentlich wäre es cool, noch so ein Kind zu adoptieren dann, wenn er dann mal älter ist. Also wenn Isaiah und Danik dann ihr Vampirleben fristen, einfach so ein Kind adoptieren und das dann hier in die Reihen aufnehmen. Ja, das geht ja total gut nach oben. Weißt du was, hör auf, wir lassen das den Gärtner machen. Wobei, jetzt kannst du es doch zu Ende machen. Die letzten. Dann gehst du mal joggen, um einen klaren Kopf zu bekommen. Darfst den Tisch decken mit Rot. Darfst dann einen Ausdauerlauf machen. So, er ist wach, er hat Hunger. Ja, das kann er machen. Joggen hat ja lang gehalten. Was macht sie jetzt? Nein. Nimm dir mal was zu essen. Oder mach Frühstück. Gucke mal. Nein, du gehst erstmal nachdenklich duschen. So. Frühstück servieren. Frühstückseierlei. Mensch, wir haben hier Gerichte. Da muss ich einen Schluck Wasser zu mir nehmen. So. Muss gleich mal überhaupt mal anfangen, meine Upload-Liste mal durchzugucken, was ich noch alles machen muss oder möchte. Ja, so ein paar Sachen muss ich ja dann noch aufnehmen, aber morgen habe ich auch ein bisschen Zeit. So, wie ist bei dir? Nimm so eine schöne morgendliche Badewanne in Lavendelschaumbad. Und dann macht sie ja Essen. Ja, das ist wohl super toll hier. Er hat ja die Müllfrucht hier, ne? Müllpflanze. Isaiah ist sehr hungrig. Ja, dann komm doch mal her und nimm dir ein Gericht. Oh, er stinkt, er muss aufs Klo. Mann, das wird ein total glückliches Kleinkind. So, Fantasie braucht er noch, ein bisschen Denken und ein bisschen Töpfchen. Und das alles in 2 Tagen. Das wird geil. Er muss halt immer 2 Stockwerke nach unten krabbeln. So, er spielt Schach. Muss er ja, glaube ich, ach, muss er gar nicht machen. Er schlägt ja erst eine Karriere ein, wenn Isaiah alt genug ist. So, nachdenklich duschen. Großes, klassisches Gebilde. Katze. Mülleimer ausräumen, belehren. Hallo? Fängt ja super an hier. Gleich holt man ihn mir weg, weil er nicht anfangen möchte zu essen. Was ist denn jetzt das Problem? Er ist schon so lange am Pinkeln, dass hier schon alles nass ist. Spiel. Wenn das Kind so dreckig ist, dann haben die Eltern irgendwas nicht mehr im Griff. Hallo? Ich werde es einfach neu starten, echt. Ich habe da schon keinen Bock mehr drauf, aber hey, ja.
Dann sage ich für diesen Part vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit ciao und bis zum nächsten Part.